zu diesem Zeitpunkt. Jetzt kommt Marco Büchel aus Liechtenstein. Der Büchsi mit der großen Erfahrung, einer, der seit vielen, vielen Jahren ist er mittlerweile der älteste Weltcup-Teilnehmer überhaupt im Feld hier in Kitzbühel dabei ist, der jede Welle kennt wie kaum ein Zweiter. Oben ist er sehr, sehr schnell. Beim letzten Super-G, er versucht eine ganz andere Linie als alle anderen Läufer zuvor, war er Dritter, Schäfer schlägt ihm da im Lerchenschuss. Letzter Erfolg in dieser Disziplin liegt lange zurück. Es war in Garmisch-Partenkirchen 2003. Etwas weiter ausgeholt als Kutschera zuvor. Trotzdem schnell. Etwas mehr in die Linie investiert als der Kanadier. Hier ist er dafür enger dran. Ganz hoch bleibt er in der Traverse. Schauen Sie, höher als alle Läufer zuvor. Marco Büchel eng an der Einfahrt. In den Zielschuss. Kleine Kompression, noch kein Problem für ihn. Über 120 km/h. Noch ein weiter Satz von Büchel. In den letzten Toren unten. Und das ist die neue Bestzeit, klar. Der war so motiviert, da habe ich Ihnen nicht zu viel versprochen. Marco Büchel aus Liechtenstein auf Position 1 vor Kutschera und Hoffmann. Aber was sind das für spektakuläre Bilder heute schon vom Super-G aus Kitzbühel.